Hallo und herzlich willkommen zur 7. Sendung im Sommersemester. Ich begrüße euch nochmal recht herzlich und danke euch fürs Einschalten. Wir haben auch heute wieder einige spannende Themen für euch. Ihr solltet also heute unbedingt dranbleiben. Ich gebe euch gleich noch einen Ausblick über die heutige Sendung. Aber zunächst einmal begrüße ich unsere beiden Studiogäste, Mitglieder der Refaci Law Klinik, Luisa und Carsten. Hallo. Hi. Hallo. Ja, also wir werden heute mit unseren Studiogästen über Refaci Law Klinik sprechen. Außerdem haben wir heute unser großes Thema, die Vollversammlung, die heute im Audimax stattgefunden hat. Dazu wird auch unsere Hochschulexpertin von OrgaTV, Julia, später bei mir im Studio sein. Und wir werden über die heutige Vollversammlung sprechen. Und zu diesem Thema haben wir auch noch zwei Beiträge für euch. Zum einen den Beitrag mit einem Statement von dem Staatsrechtler Professor Dr. Kröpel und einem mit einer Aussage einer wirklich engagierten Jura- und Philosophiestudentin, die im Audimax-Publikum heute saß. Ja, wir haben uns auch wieder was Neues für euch einfallen lassen. Bei dem Beitrag mit Professor Dr. Kröpel haben wir mit einem Splitscreen gearbeitet. Das heißt also, man kann gleichzeitig zu den Aussagen von Kröpel die Mimik von unserem Universitätspräsidenten Professor Dr. Linneweber sehen, damit man auch sieht, wie er darauf reagiert hat, was er da in Anführungszeichen an den Kopf geworfen bekommen hat auch. Ja, und zum Schluss haben wir auch noch einen Beitrag für euch, der war ja auch schon angekündigt, der zweite Teil des Reisetagebuchs mit Rainer Kallmund von mir. Und der wird heute auch wieder ganz spannend, denn wir haben Picture in Picture, das heißt also den Beitrag haben wir ohne Ton. Und ich werde live im Studio den Ton zum Beitrag halt sprechen und mein Bild wird dann klein im Beitrag zu sehen sein. Ja, jetzt kommen wir aber zuerst mal zu unseren beiden Studiogästen und zum Thema Refaci Law Klinik. Ja, also vielleicht stellt ihr euch mal kurz selbst vor. Ja, hallo, ich bin die Luisa. Ich studiere Jura und ich bin jetzt im letzten Semester, also ich schreibe im Sommer Examen und bin dann wohl fertig. Und ja, also Refaci Law Klinik gibt es ja noch nicht so lange, ich bin aber von Anfang an quasi jetzt schon mit dabei. Okay. Ja, hi, ich bin der Carsten, ich bin auch Jurastudent. Und ich freue mich auch, von Anfang an dabei sein zu können bei der Refaci Law Klinik. Ist ein Thema, das mich auf jeden Fall schon länger auch bewegt. Ja, ja, wie seid ihr denn überhaupt zu der Law Klinik gekommen? Also, ja. Also die Law Klinik haben wir, also die Idee war jetzt nicht von uns, sondern von der Freundin von mir, von der Jana Kirst. Ja. Die hat das schon in anderen Städten beobachtet und sich immer gefragt, Mensch, sowas bräuchten wir doch auch mal in Saarbrücken. Hier haben wir doch auch eine gute Jurafakultät, viele Studenten. Und die hat sich dann als erste mal hingesetzt und überlegt, Mensch, dann mache ich es doch einfach mal selber. Mhm. Und hat nachgefragt, ist auch zu anderen Treffen gefahren, hat sich andere Refaci Law Clinics angeschaut und schon mal das grobe Konzept ausgearbeitet und ist dann erstmal an die Öffentlichkeit damit getreten, also in den Foren im Internet und so, und hat geguckt, ob da überhaupt Leute kommen. Und bei der ersten Informationsveranstaltung waren wirklich super viele Leute da. Also der Raum war, also die mussten stehen und an der Tür noch an der Seite schauen. Also es war wirklich richtig super Resonanz und dann konnte man eigentlich auch starten. Also dann haben wir eigentlich ganz schnell geguckt, dass die Leute sich rauskristallisieren, wer da verbindlich auch mitmachen möchte. Dann haben wir jetzt einen Verein gegründet, also ist in Gründung, es ist jetzt Satzung und alles steht, die Mitglieder sind gewählt und jetzt hoffen wir, dass wir uns auch bald auch als Verein bezeichnen dürfen und anfangen können. Wie viele Mitglieder habt ihr da bisher jetzt? Also bei der letzten Mitgliederversammlung haben wir um die 40 Mitglieder schon gehabt. Da wollten auch noch mal Leute an der Mitgliederversammlung selbst eintreten, also ich denke, dass das jetzt auch schon ein paar mehr sind. Also innerhalb kürzester Zeit ist das dann auch direkt in die Höhe geschossen, ne? Ja, tatsächlich. Ja, das ist ja gut, wenn die Resonanz so gut ist. Wir hatten ja auch bereits zwei Studiogäste hier, mit denen ich auch über die Refaci Law Klinik gesprochen habe. Aber vielleicht für die Zuschauer, die diese Sendung nicht gesehen haben oder sich vielleicht nicht mehr daran erinnern können, könnt ihr vielleicht mal nochmal kurz erklären, was ihr überhaupt macht? Also was macht die Law Klinik denn? Also die Refaci Law Klinik heißt der Flüchtlings...
also Law-Rechtsklinik quasi. Ja. Also das nennt man ja anders in Deutschland, aber es geht im Großen und Ganzen einfach darum, dass engagierte Jugendliche die erste Beratung an Flüchtlinge geben, wenn sie herkommen, wo sie hingehen müssen, was sie machen können, was überhaupt für Möglichkeiten offen stehen. Also wir machen jetzt keine Rechtsberatung im Sinne von, dass wir den Anwalt ersetzen, das dürfen wir auch rechtlich gar nicht, aber wir geben eine Anleitung, was es für Möglichkeiten gibt. Okay. Ja, und ist das jetzt eine rein studentische Einrichtung? Also habt ihr jetzt nur Jurastudenten jetzt bei euch da als Mitglieder oder kann da jeder Mitglied werden? Nee, also es kann prinzipiell jeder Mitglied werden. Unsere Satzung sieht auch vor, dass es auch Fördermitglieder gibt. Also es muss auch nicht jeder aktiv am Vereinsleben teilnehmen, wenn jemand zum Beispiel uns einfach nur finanziell unterstützen möchte. Ja. Aber prinzipiell ist jeder bei uns willkommen und jede. Und es haben sich auch schon aus anderen Studiengängen und auch Nicht-Studenten auf den Mitgliederversammlungen interessiert gezeigt bisher. Okay, das ist ja dann gut. Ja, und vielleicht für die Zuschauer, die es noch nicht mitbekommen haben, dann, wie kommt man denn zu euch? Trefft ihr euch immer oder an wen kann man sich da wenden, wenn man interessiert ist und sich auch bei euch engagieren möchte? Also am besten erstmal auf unsere Internetseite schauen oder bei Facebook haben wir auch eine Seite, also Refugee Law Clinic, einfach mal googeln und die Internetseite ist auch im Aufbau. Ja. Refugee Law Clinic Saarbrücken findet man uns auf Facebook auf jeden Fall. Ja, gut. Und da einfach mal anschreiben. Also wir versuchen jetzt auch einen festen Mitgliederraum zu bekommen, wo wir dann auch uns regelmäßig treffen. Ist noch nicht alles ganz sicher, aber die ganzen Infos gibt es dann auf der Seite. Und wir können auch die Interessenten in Newsletter aufnehmen. Okay, das ist doch gut. Ja, okay, dann mal vielen Dank für euer Interview und euren Besuch heute hier im Studio. Schön, dass ihr da sein könnt. Ja, danke. Und jetzt kommen wir mal zu dem großen Thema heute der Vollversammlung, die im Audimax stattgefunden hat heute Morgen. Zunächst haben wir mal einen Beitrag für euch, wie ich ja eben bereits angekündigt habe, mit dem Statement von Professor Dr. Kröpel, dem Staatsrechtler, der ordentlich für Unruhe auf der Bühne gesorgt hat. Und um euch das zu zeigen, haben wir diesen Splitscreen verwendet, damit man gleichzeitig zu den Aussagen von Kröpel auch die Mimik von Linneweber sehen kann. Ja, und schaut einfach mal selbst rein und hört euch an. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Geduld, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich möchte es auch nicht sehr lang machen, nur einige Dinge aus unserer Sicht klarstellen. Der Strategiefonds, also die strategische Reserve, das sind die Mittel, die den Fakultäten vorher erst weggenommen werden. Die stehen unserer Information nach, beruhen die auf dem Interesse von Herrn Professor Stock und nicht aufgrund des Interesses des Landes. Das können wir aber gleich nochmal klarstellen, wenn wir dann nachfragen. Also der Strategiefonds mit 2,7 Millionen ist mehr oder weniger der persönliche Wunsch des Universitätsrats. Nächster Punkt. Der Wissenschaft des Wissenschaftsrats, Gutachten, was im Grunde eine Wissenschaftsratsstellungnahme ist, hat keine Rechtsbindung, weder für den Universitätsrat noch für das Präsidium. Was Rechtsbindung hat, ist der Landesfunk- und Entwicklungsplan und der weist ganz klar vom Wissenschaftsratsgutachten ab. Drittens, Hochschulautonomie. Wieso besteht eigentlich Hochschulautonomie? Grundrechtlich abgesichert, 531 Grundgesetz, weil nämlich die Forschung und Lehre frei ist. Wer hat die Freiheit? Vor allem die Professoren, die Studenten, der wissenschaftliche Mittelbau. Wer hat sie nicht? Die Universitätsbürokraten, nämlich die Gremien, die von außen besetzt werden, also auch teilweise extern besetzt werden. Wenn man über Hochschulautonomie spricht, grundrechtlich gesehen, dann ist das die Freiheit der Wissenschaftler und die müssen ihre Meinung kundtun können, maßgeblich kundtun können im Senat. Und unsere, Sie haben es richtig gesagt, Herr Präsident, unsere derzeitigen gesetzlichen Strukturen verbieten das, da können Sie selbstverständlich nichts dafür. Wir werden das natürlich einer verfassungsrechtlichen Prüfung unterziehen. Jedenfalls die Autonomie, so wie Sie sie verstehen, ist keine Autonomie der Universität, sondern eine Autonomie des Präsidiums und des Hochschulrats. Nächster Punkt. Gegeben hat, sondern dass wir gerade eine gemeinsame Fakultät haben, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Nächster Punkt. Sie haben zu Recht. Ja, Moment, jetzt das darf ich aber noch sagen. Sie haben viel mehr gesagt als ich.
wir ans Parlament gebunden sind, dann sind wir gebunden nicht nur an die Haushaltsvorgaben, sondern auch an den Landeshochschulentwicklungsplan, der durch das Parlament, durch einen Entschließungsantrag begrüßt wird, ist ein Beschluss der Landesregierung und eben, wie gesagt, nicht an Wissenschaftswahlgutachten. Nächster Punkt, W1-Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Robert-Schumann-Professoren, das sind abgespeckte Stellen, die hier ein paar Stunden mehr betreiben. Wenn dadurch Professoren wegfallen, fällt natürlich auch der Mittelbau weg, nämlich die Stellen der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Stellen der studentischen Mitarbeiter, letztlich die Betreuung für sie. Das sind also dann Leute, die kommen für 4 Stunden hier an die Universität und gehen dann auch wieder, weil sie natürlich nebenher Geld verdienen müssen, ihrem Hauptberuf nachgehen müssen. Deswegen sehe ich also, wenn Vorschläge des Präsidiums umgesetzt werden, wie uns auch der Präsident neulich gesagt hat, ziemlich schwarz für die Entwicklung einiger Fakultäten hier. Vielen Dank. Gesehen habt, hat das Statement von dem Professor Dr. Kröbel wirklich für Unruhe bei dem Universitätspräsidenten gesorgt. Ja, und jetzt habe ich die Julia hier im Studio, unsere Hochschulexpertin von OrgaTV, und wir sprechen jetzt mal über die Vollversammlung. Ja, wir beide waren ja mit dem OrgaTV-Team heute vor Ort und haben, wie wir ja gerade auch schon im Statement gesehen haben, die Beiträge oder beziehungsweise die Statements mit der Kamera eingefangen. Und Julia, erzähl uns mal, was waren denn heute deine Eindrücke von der Vollversammlung? Ja, also ehrlich gesagt muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass eigentlich so wenige Leute in dem Sinn da waren. Wenn wir überlegen, bei der letzten Vollversammlung, wo nur die Fakultät 1, also Rechts- und Wirtschaftswissenschaften da war, war der Audimax genauso voll wie heute. Mhm. Und heute waren einfach alle sollten alle Fakultäten vertreten sein. Ich meine, nicht falsch, denn der Audimax war voll, hast du ja gesehen, aber irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht. Aber was mich echt überrascht hat, war ja das, oder die Aussagen anfänglich von Universitätsprofessor Linne Weber, da er sich so positiv geäußert hatte, ja, er möchte gegen das Land ankämpfen, denn er hat ja auch so viel gemacht, er ist mit uns gemeinsam vor die Staatskanzlei gezogen und er möchte ja keinen Streit an der UdS haben und er möchte eine forschungsstarke Uni einfach haben. Ja. Passt einfach nicht zu den zu dem Verhalten, das die ganze Zeit war. Nee, das stimmt. Sowieso insgesamt die ganzen Aussagen im Moment waren auch von dem Professor Stock. Hat man ja auch gesehen, das war alles ziemlich widersprüchlich. Und da zeigen wir nächste Woche ja auch noch was drüber. Und dann kann man da vielleicht mal ein bisschen was rauskristallisieren, was da wirklich gesprochen wurde, was überhaupt gar nicht stimmt. Ne? Genau. Und was war jetzt heute das Thema überhaupt der Vollversammlung im Vergleich zur letzten? Weil wir hatten ja erst vor 5 Wochen eine Vollversammlung. Gab es da jetzt irgendwie Neuigkeiten zu vermelden oder... Gut, das Hauptthema heute waren eben die Kompensationsmittel, die halt eigentlich für die Lehre sein sollten. Es war die ganzen Jahre war es so gewesen, es standen 10 Millionen Kompensationsmittel zur Verfügung. Davon sind aber mittlerweile 5 Millionen im Gesamthaushalt eingezogen worden. Und die verbleibenden 5 Millionen, die uns eigentlich noch zur Verfügung stehen sollten, halbieren sie jetzt noch fast auf 2,7 Millionen Euro. Mhm. Also ging es halt hauptsächlich wieder ums Geld und dass halt eben nichts da ankommt, wo es ankommen soll. Ja, das stimmt. Ja, und wenn man sich diese Zahlen auch wirklich mal anschaut, dass die Kompensationsmittel von 10 auf jetzt 2,7 Millionen Euro runtergeschraubt werden sollen, dann ist es ja wohl für jeden ersichtlich, dass da keine ordentliche Lehre mehr stattfinden kann. Also, ja. Aber gerade dazu war heute ein echt interessantes Zitat gewesen, und zwar, das war von einem der Fachschaftsvertreter. Ja. Und zwar hat gesagt, wir befinden uns momentan im Kampf um Wissen, doch wer den Kampf verlieren wird, ist klar, dass nämlich wir den Kampf verlieren. Ja, das stimmt, die Studenten. Genau. Ja, das geht ja uns alle an. Es ist nicht erst 2020, wo bis dahin werden wir im Studium fertig sein, aber es betrifft uns ja auch jetzt schon. Ja, ich denke, das war ein gutes Zitat und eine gute Überleitung zu unserem nächsten Beitrag, den wir für euch haben. Und zwar haben wir noch ein Statement zusammengefasst und auch eine Frage einer wirklich engagierten Jura- und Philosophiestudentin, die Professor Linne Weber auch wirklich... angegriffen hat, kann man schon fast sagen, aber schaut einfach mal in den Beitrag und dann seht ihr schon, was ich gemeint habe.
Mein Name ist Selina Greppler, ich studiere Philosophie und Jura hier an der Universität und mich stören einige Kommentare natürlich vom Podium, unter anderem die Aussage, dass wir jetzt erst festgestellt hätten, dass gespart wird. Ich glaube, da wurden diverse Demonstrationen übersehen, die im letzten Jahr stattgefunden haben. Das finde ich jetzt frech. Und dann diverse Äußerungen, die gesagt wurden, wie der Universitätsrat hat festgestellt. Da frage ich mich doch, was ist mit der Meinung der Fakultäten? Völlig egal. Was ist mit der Meinung der Studierendenschaft? Völlig egal. Was ist mit der Meinung des Senates? Völlig egal. Und wer sitzt in diesem Rat? Das sind Externe. Und wenn diese Behauptung aufgestellt wird, dann sitzen auch gewählte Vertreter des Senates. Da frage ich mich doch, ob diese Vertreter überhaupt stimmberechtigt sind. Und diese Frage möchte ich gerne stellen. Und wir haben die Juristen im Saal auch festgestellt, dass es erstens verfassungswidrig ist, weil es gegen Artikel 5 Absatz 3 verstößt. Daneben ist es natürlich ein demokratietheoretisches Problem und ein paternalistischer Ansatz. Und wie gehen wir denn jetzt weiter damit um? Möchten wir vielleicht mal zu einer Initiative kommen, dass es geändert wird? Also zum Thema Studierendenschaft. Zum Thema Studierendenschaft. Sie wissen vielleicht, Sie sind ja vom Fach offenbar, dass es eine Gesetzesnovelle gibt, die in Arbeit ist. Und wenn man das als unangemessen erachtet, dann muss man eben auf dem Weg Einfluss nehmen. Aber der Vorsitzende des Universitätsrates kann ja nicht von sich aus sagen, machen wir jetzt alle Studierendenschaft. Das heißt also, diese Vorgabe ist nicht von uns erfunden, sondern geschieht nicht in der Grundordnung der Universität zum Beispiel, sondern sie ist durch das Gesetz gegeben. Zu dem anderen Thema, eine Universität. Keine Universität in Deutschland hat sich jemals gründlich umstrukturiert für die Zustimmung aller Beteiligten. Das heißt, es gibt immer Bereiche, in denen man sich schwer tut. Und die Argumente, die vorgetragen waren, bezogen sich großenteils auf den Aufwand, der verbunden ist mit der Umstrukturierung. Und da muss ich sagen, ja, tut mir leid, diesen Aufwand müssen wir nun mal betreiben. Wir müssen uns zukunftsfähig aufstellen. Und wenn diejenigen, die für die Struktur der Realität verantwortlich sind, diese als zukunftsfähiger ansehen, dann muss das eben so gemacht werden, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Sparsamkeit. Achso, ja, das ist natürlich wichtig. Sie haben völlig recht, wir haben so ungefähr seit einem Dreivierteljahr wirklich auch nach außen klar dokumentiert, dass wir höchst unzufrieden sind mit den Mittelzuwendungen, die wir haben. Wir haben das zum Ausdruck gebracht, aber ich meine eher so das Gefühl, dass es ankommt in den Bereichen, jetzt macht es auch wirklich hier bei uns hinterlässt es Spuren, Tutorien fallen aus, wie wir berichtet haben. Seminare sind zu groß, diese gefühlte Ernsthaftigkeit, die ist eigentlich erst jetzt da. Und das meine ich damit, dass ich gesagt habe, es ist jetzt offensichtlich auch angekommen, was ich in den Facebook-Kommentaren gesehen habe. Und diese Zahl 2020 schien so ein bisschen verlockend. Naja, wir sind schnell genug vom Dampfer runter, bevor der Gefährdung des Fahrers abgelehnt. Das wollte ich nicht sagen. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, war wirklich viel bei der Vollversammlung los. Denn es haben mittlerweile alle gemerkt, dass es uns alle angeht, dass durch die Sparmaßnahmen, die im Moment an der UDS herrschen, wirklich unser aller Studium gefährdet ist. Ja, und wir werden auf jeden Fall an dem spannenden Thema dranbleiben und werden weiter darüber berichten. Jetzt haben wir aber ein nächstes Thema für euch, und zwar das Thema Rainer Kallmund und das Reisetagebuch Teil 2. Ja, ich habe ja schon bereits angekündigt, dass wir das heute als Picture-in-Picture machen werden. Das heißt also, es gibt keinen Ton, ich spreche den Ton live im Studio zu dem Beitrag. Ja, ihr habt den ersten Teil des Reisetagebuchs ja bereits gesehen, wo wir in München und in Prag waren. Und für all diejenigen, die sich aber jetzt nicht mehr so genau daran erinnern können, haben wir den ersten Teil nochmal im Schnelldurchlauf. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal rein und dann moderiere ich das live dazu. So, also ihr habt ja bereits die ersten beiden Stationen gesehen. In der BMW-Welt in München hielt Herr Kallmund einen Vortrag vor der Firma IDI Gaisley. Das ist ein Logistikimmobilienentwickler, der Grundstücksflächen an strategisch attraktiven Orten in Nordamerika, China und Europa besitzt. Und dieses Unternehmen entwickelt, vermietet und stellt beispielsweise Logistik- und Industrieflächen für internationale Verlader bereit. Nächste Station war Prag, wo Herr Kallmund einen Vortrag bei der Firma Schüco hielt
Schügo ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Dieses Unternehmen bietet neben Fenster- und Fassadentechnologie als Systemanbieter auch Beratung und Unterstützung für Bauherren, Architekten, Planer und Investoren an. Und die beschäftigen derzeit 4.800 Mitarbeiter weltweit und generieren einen Gesamtumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Ja, und Rainer Kallmund referiert über die Kompetenz und Leidenschaft als Schlüsselbegriffe für den Erfolg und schlägt eine Brücke zwischen dem Fußball und der Wirtschaft. Er bringt also seine Kenntnisse aus dem Fußballgeschäft, zum Beispiel von seinem Managerposten bei Bayer 04 Leverkusen, mit denen seines BWL-Studiums zusammen und gibt dann Tipps für Unternehmen, wie diesen noch vom Profifußball lernen können. Ja, und das Thema Marketing, wie man jetzt gerade im Beitrag auch sehen kann, behandelt er in seinen Vorträgen auch immer. Und zwar am Beispiel der Entwicklung der Zuschauerzahlen in Stadien. Und er zeigt, wie wichtig Marketing auch ist. Ja, und er ist bei seinen Vorträgen immer mit Herzblut dabei. Er bleibt authentisch, stets er selbst und trotzdem sehr professionell. Er kommt immer super gut bei den Leuten an, bringt sie zum Lachen. Er kann auch gut über sich selbst lachen. Also ist immer ganz schön. Und auch durch die ganzen Anekdoten, die er immer vom Fußball mit reinbringt, werden die teilweise 90-minütigen Vorträge halt super interessant und jeder hört gespannt zu. Ja, und jetzt kommt der neue Teil vom Reisetagebuch, den ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Und zwar waren wir am dritten Tag ja in Bottrop im Moviepark. Dort fand die Aufzeichnung von Barbecue King statt. Abenteuer Grillen hieß das auch. Und das wurde am 26.05. um 7:45 auf Kabel 1 ausgestrahlt. Ja, und es war für mich wirklich sehr interessant, auch neben den ganzen Vorträgen vor großen Unternehmen auch bei TV-Auftritten dabei zu sein und hinter die Kulissen schauen zu können. Ja, und ich durfte leider wegen der Bildrechte bei der richtigen Aufzeichnung fürs Fernsehen keine Videoaufnahmen machen, lediglich Bilder. Die habt ihr ja gerade schon gesehen. Das waren die von der Aufzeichnung, die im Fernsehen lief. Und wir haben aber auch noch super viel Bildmaterial von der Aufzeichnung, also von den Generalproben, von den ganzen Sachen, die halt vorher abliefen, die Interviews mit den Stars, die da aufgetreten sind und so weiter. Und da haben wir dann nächste Woche nochmal einen Beitrag für euch. Den werden wir auch wieder als Picture-in-Picture machen, weil das mal was Neues ist, das hier reingebracht werden kann. Ja, und da könnt ihr euch drauf freuen, dass ihr da auch mal hinter die Kulissen dann im Moviepark auch nochmal reinschauen könnt nächste Woche. Ja, ansonsten haben wir nächste Woche noch was vom Festival Perspektiv, das vom 21.05. bis zum 30.05. stattgefunden hat. Wir haben mit dem Orga-TV-Team den getanzten Rundgang in Saarbrücken Dance in the City besucht, bei dem die speziell ausgewählten Orte für eine gewisse Zeit ihre ganz eigene Poesie entwickelt haben. Also es traten dabei drei Tänzer in Dialog mit bewegten Bildern und die wurden dann auf die Häuserfassaden außenrum projiziert. Das war wirklich eine schöne Veranstaltung. Ja, und das Orga-TV-Team hat für euch auch noch die zweite Ausstellung des Festivals Perspective besucht, und zwar das Navette Voyageur. Das ist ein ausrangierter Bus, der zu einer fahrenden Ausstellung gemacht wurde sozusagen, und den Besuchern wurden da technologische Entwicklungen der Videospiele aufgezeigt. Und man konnte die künstlerischen Ausdrucksformen präsentiert sehen darin. Ja, das erwartet euch alles nächste Woche und deswegen seid wieder gespannt, schaltet alle wieder ein, wir haben wieder einiges für euch. Und ich denke mal, es kommt auch noch was dazu von der Vollversammlung von heute, wo wir auch noch ein paar Einblicke dann für euch haben werden. Ja, ansonsten seid gespannt, schaltet nächste Woche nochmal ein, wie jeden Mittwoch 18:18 Uhr bei orga.tv. Bis nächste Woche.